Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir gegen Lorenzo Cabot gekämpft und haben über sein Schicksal entschieden. Und ich habe den Spiel schon klar und das Schicksal, für was ich mich entschieden habe, ist, wir haben den da drin haben sterben lassen und uns unsere Belohnung hier bei ihm direkt abgeholt, weil der Kampf im Haus hat sich nicht so gelohnt, er hat viel zu lange gedauert, hat voll Munition gekostet. Und eine Belohnung gab es auch nicht dafür, also haben wir die Variante genommen, so, und er hat gesagt, irgendwie in einer Woche oder so sollte ich wiederkommen, weil er dann ein Artefakt irgendwie untersucht hat oder so. In-game ist jetzt nicht mal ein Tag, glaube ich, vergangen oder so, aber ja, irgendwann ist er dann aufgeploppt bei mir als Nebenmission und ja, sonst ist ja, ne? Deswegen holen wir uns jetzt das Artefakt ab, nehme ich an. Hi. Ah, da bist du wieder. Gute Oder den Nachricht. Perk oder Ich irgendwie weiß, wie sowas. die Telekinese des Artefakts genutzt werden kann. Ich hab's an diesem alten Lasergewehr befestigt. Es ist nicht möglich, Okay. es ohne direkte Nervenverbindung zu kontrollieren. Diese Funktion wurde durch den Tod meines Vaters wohl oder übel zerstört. Aber du Was hat verfügst das doch Ding ins immer über Ohr? eine mächtige, zielgerichtete Kraft. Schau's dir mal an. Renzos Artefaktpistole. Gamma-Patron, okay. Aber meine Waffe, die Gamma-Patronen verbraucht. Wie funktioniert es? Es verwendet normale Energiezellen. Die interne Energiezufuhr des Artefakts wurde zerstört. Ansonsten einfach zielen und schießen. Es tötet keine Menschen. Aber vielleicht ist es trotzdem nützlich. Ich? Was soll ich Wohl dann eher damit? nicht. Vielleicht reise ich endlich in den Pistolen sind dafür Südwesten. da, Leute zu Mein töten. Vater war überzeugt, dass eine weitere Stadt der Außerirdischen in der Mojave-Wüste begraben liegt. Mojave? Okay, das ist Fallout New Vegas. Luxios. Markenkaffkanne. Mojave, das war doch. Oder Mojave, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das hat er zwar gerade gesagt, aber Mojave ist, glaube ich, das Ödland aus Fallout New Vegas, weil das Ödland in Fallout 3 hieß, das Capital Wasteland, und das war in Boston. Und ja, das Mojave-Ödland war, glaube ich, Kalifornien. Und wo ich hier lang? Ja, Kalifornien war das, glaube ich. Und hier sind wir im Commonwealth. Von was ich immer nur gehört habe, in den anderen Fallout-Spielen, hat dies irgendwie, hat das irgendwie so. Ich habe immer deswegen wundert mich das auch hier, ich habe immer in Fallout 3 oder so, na, das Commonwealth habe ich immer nur gehört, wenn es irgendwie so um das Thema Sklaven oder so geht. Wie viele Sklaventreiber aus dem Commonwealth kommen. Es gab aber irgendwie mal so ein Roboter, der aus dem Dingens kam, aus dem Commonwealth. Und ja, ich möchte jetzt hier noch keine Mission anfangen. Wir untersuchen jetzt einfach mal irgendwas. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, wo wir hingehen. Und zwar hier nach Fort Hagen. Weil da ist eine Red Rocket Raststätte, die ich mal gucken will, angucken will und gucken, ob da, ob das vielleicht die Raststätte ist aus dem Intro. Also Titelbildschirm. Oder aus dem Trailer und so. Also irgendwo muss die ja hier in dem Spiel sein. Vielleicht ist das die ja. Weil die, die wir in der Nähe von Sanctuary betreten haben, wo auch meine Basis ist, das ist nicht die Tankstelle, die im Intro auch gezeigt wird. Ich sage immer Intro im Startbildschirm. Da ist ja also da ist ja der Titelbildschirm eigentlich. Und ja, da. Dann will ich mal gucken, ob das die ist. Aber weiß nicht, die sieht schon exakt so aus wie die aus den Dingen. Ja, warum habe ich die überhaupt noch nicht erkundet? Ne, da war der PC in der Folge. Folge, was? In Tankstelle, in der Tankstelle. So. Apropos Folge, genau. Das ist ja bald die 100. Folge und die 100. Folge oder die 101. Folge will ich
mal meine Basis zeigen, was ich da gebaut habe in den letzten Parts. Und deswegen will ich jetzt nicht irgendeine Quest anfangen, wo wir 3-4 Parts drin stecken. Deswegen tun wir jetzt random einfach irgendwas machen. Einfach uns beschäftigen. So, ich möchte mal gerne den Ort erkunden. Es geht. Fort Hagen, Füllstation, okay. Ja, okay, kann er nicht auch so genannt werden wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Das ist wieder ein Bunker. Kommt nirgendwo rein. Okay. Gucken wir mal, was darin ist. Da oben sieht irgendwie so aus. Was zum? Ne. 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 Ich habe meinen Fatman dabei, meinen besseren, meinen Big Boy, der 2 Atombomben auf einmal werft, ohne eine zweite zu verbrauchen. Aber ne. Nicht wieder gegen so eine Meyerlöck-Königin, ne. Weil die vergiftet einen und das Gift ist so stark, da bin ich in einen Schlag weg. Nee, das, nee, da habe ich keine Lust drauf. Und das ist auch noch so was. Warte mal, ich soll vielleicht warten, bis hier. Okay, wieder so Funksignale, kümmere ich mich jetzt nicht drum. Weil funktionieren sowieso nicht und ich höre sowieso nichts. Also, lass mal das. Hallo, was ist denn da? Da. Okay. Ja. Wir sind Kanister, wenn ich Kanister war. Okay, machen wir mal. Was zum? Ah, schön. Flieg und Sieg. Warum? Ah, okay. Oh Mann. Oh. Entschuldigung, MacCready. Oh. Ich verstehe es nicht, aber war geil. Ja, großen Bogen um das Viech. Na, was sind da? Mal vielleicht mal die Dingens raus und gucken. Kann man verbessern, so wie ich das gesehen habe. Da war unten rechts, hat man gesehen, so, weiß ich nicht, keine Mündungsbremsung oder sowas. Also nehme ich mal an. Die noch ein bisschen verbessern kann. Echte Zigarette vertragen. Scheiß nur Mac, glaube ich. Hab mich irgendwie verwirrt. Was ist das hier? Mein Bein. Ja, was? Hey. Was denn du? Mac.
Hallo, hallo Mac, das ist MacReady. Aber wenn Donnerstagabend Ladies Night ist, wann machen wir dann das Pub-Quiz? Entschuldigung. Ah, ein neuer Gast. Willkommen in Macs Bar. Wir haben geöffnet. Bitte entschuldige das Chaos. Ja. Ist nett hier. Das muss die kleinste Bar sein, die ich je gesehen habe. Dabei hatte ich bei Quincy eine noch kleinere, bis die Gunner mich vertrieben haben. Da war Platz für einen Barhocker. Also, was darf sein? Klar, ich schau's mir an. Da hab ich genau das Richtige für dich. Steht hier einfach so einer mit so einem Dingen, ne? Wieso habe ich kein Inventar? So. Kann er nichts kaufen oder was? Oh! Was ist denn mit dir? Okay. Willst deine Zunge wässern, hm? Ich überleg's mir. Kein Stress, aber ich will nicht, dass es eine Schlange gibt, okay? Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Was sagst du? Was gibt's denn hier zu kaufen? Eine große Auswahl an Spirituosen und Limonaden. Und vielleicht den einen oder anderen Snack, wenn dich der Hunger packt. Ich glaube nicht. Wenn du das sagst. Aber der Weg zum nächsten Wasserloch ist weit, wenn du verstehst. Eine Dartscheibe, das wär's. Aber wo soll ich sie hinhängen? Geil, okay. Haust da rein. So, du. Jetzt geht's dir gut, oder wie? Simulant, du. Schau ich mal nicht so an. So. Na mal ein Krankenhaus nicht an. Und da ist ein Yaogai. Oder? Ja. Hi. What? Oh. Oh. Ist ein Fußroller. Aus Skyrim. Sieht genauso aus, hat so einen gleichen Effekt. Oder Fuß, oder Fuß, oder Fuß, oder geil. Geil. Oh nein. Wie geil ist das denn? Wuff. Voll geil, die Waffe. Das ist wie die erste Stufe von Fußrodar, wenn man den Gegner anschreit. Oh. Naja. Oh. Was? Geil. Oh, flieg. Und flieg. Flieg. Nein, verdammt. Ist das geil. Fliegende Bären, die dritte. Ist halt geil. Ich sag doch, der Typ kommt aus Skyrim. Das gibt's doch nicht. Das ist ja richtig geil, die Waffe. Boah. Wenn jetzt noch ein bisschen verbessert werden könnte, wäre richtig Hammer. So. Hier. Temporen. Vielleicht gesagt, nirgendwo rein. Ich will irgendwie so offen, was. Kunden. Vor allem dabei war es gar nicht so schwer. Warum kriegt man die Waffe nicht, wenn man irgendwie Lorenzo erlegt hätte? Das wäre irgendwie besser gewesen. Die ist ja voll überpowered. Ich bin ja mehr oder weniger einen leichten Weg gegangen.
Ja, macht man natürlich jetzt nicht mit jeder Mission, ne? Das habe ich jetzt auch nur gemacht, weil mich die Mission und der Charakter so ein bisschen interessiert haben. Deswegen wollte ich wissen, was da am besten wäre. Weil in anderen Missionen tut man natürlich hier wieder meine ganzen Entscheidungen, meine ersten Entscheidungen so nehmen. Ist ja immer noch blind. Ich kann ja nicht gucken, was jede Mission für Belohnungen gibt und also was. So. Auch Splittergranaten und Molotow und Impulsmine. Ganz gut, wie der Ort hier hieß. Okay. Ah, mach mal. Ah. Das sieht mir doch eher wie ein Bunker aus. Okay, Boston Bürgermeister Unterschlupf. Okay. Sei ruhig, Stuhl. Hat er widersprochen. So, also die Waffe gefällt mir auf jeden Fall. Die bleibt auf jeden Fall in meinem Inventar. Wie viel wiegt die? So ganz nebenbei. 4,5, okay, das ist ja nicht. Die Welt. Ist ja nicht Salvador. Warte mal trotzdem erstmal hier drum laufen zum Beispiel. Mein jetzt der Freunde, ja. Sieht weitläufig aus, ja. Das erinnert mich wieder an Oblivion. Elder Scrolls 4. Ja, aus wie hat Gefängnis, wo man am Anfang Dieser Ort gefällt flüchten mir muss. gar nicht. Wir sollten nicht hier sein. Ach, wir sollten an so vielen Orten nicht sein. Trotzdem gehe ich da immer wieder hin. Wow, 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 was zum? Alter, was zum? Lasergeschützturm. Blauen Laser auch noch. Obwohl Lasergewehr. Ich habe mein Lasergewehr ein bisschen geändert. Ich habe irgendwie so eine, weiß nicht, so Kyro-Einheit oder so da reingepackt. Wie das aussieht. Das Ding. Warte. Und ich habe das Visier mal ein bisschen geändert, weil ich habe irgendwie gestört, dass das Visier mal so weit weg geht, wenn ich hier so Gegner, die direkt vor mir sind, damit abknallen will. Deswegen habe ich ein kleineres Visier mal genommen. Ach, hätte ich hier wahrscheinlich umändern können, ja. Jetzt ist auch zu spät. Ah, trotzdem entsperren. Hier ist auch noch was da. Klaus. Krass. Oh, Menno. Kann ich jetzt nur für das Ding hier, aber egal. Walls. Bring Death. Nein. Gibt's auch nicht. Spill. Oh, geh nicht. Cross. Oh mein Gott. Ehrlich? Sides. So, muss ich doch jetzt hier. Order. Mann! Cages, Also. so. Ja, nur Turm. 2 Minuten, ich nie wieder kriege in meinem Leben. Ja, Strahlung.
Ne, ich glaube nicht. Das reines Wasser. Ah. So ging es ja im Fallout 3. Die Erschaffung vom reinen Wasser. Das gesamte Ödland. Wo es ja noch aufbereitetes Wasser gab. Aber für jeden im Ödland. Und mal angucken, welche Zeit. Okay. Oh, hier ist. Gas. Sieht man schon. Oh Gott. Sehr raus. Wenn der Turm mich gleich abschießt mit seinen Lasergeschützen, dann bin ich weg. Dann will ich da runter. Da kommt eine riesige Feuerexplosion. Hat wieder so ein Affe, ja. Was hat es mit diesen Affen auf sich? Muss man jeden im Spiel davon töten oder was? Also kaputt hauen, die machen mich voll nervös. Ja, also wenn der Geschützturm geschossen hätte, ne? Dann wäre ich Hühnerfrikassee geworden. Es gibt bald Platz. Ja, da war nichts los irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay, ist auch ein Bunker, ist er. Sie müssen jetzt sterben, Mensch. Hi. Na? Ich aber nicht so. Au. Ja, ich glaube, mein Lasergewehr ist auf jeden Fall stärker geworden. Und da sind voll viele Merkmale. Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, sie überleben. Oh, nee. Ja, da ist so ein konzentrierter Strahl jetzt, glaube ich. Wo ich sie nicht so richtig was geändert hat. Das Opfer von Gewalt. So, Stückchen. Oh, was? Da. Wo ist die Leiche? Seien Sie gewarnt. Ich kann nicht zulassen, dass diese Angriffe fortgesetzt werden. Ich meine, dieses eine Nahkampfschwert. Ja, Nahkampfschwert. Mhm. Ein Schwert genommen. Hat irgendwie effektiv gegen Roboter ist, aber ob das gegen Sims auch klappt. Hey, warte mal. Was betrete den Kreis des Feuers? Ja, du bist auch im Kampf, um zu wissen. Wo kommst du denn her? Ist aus meinen Hintern raus. Gut, oder was? Strahlungsschaden. Oh. Wow, was? Okay, Elektrizität, ne? Haha, geil. Die sind betäubt, wenn ich die mit Elektrizität angreife direkt. Das ist ja richtig geil. Ja, sag, wo kommst du her? Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Wenn ich gar nicht wissen, wie viel eine Schwert hier Luftschutzkeller Boston, wo bist du?
mein Sonnenschein. Ne, Sonnenlicht. Mir wurde gesagt, dass ich die Kinder an einen sicheren Ort in der Nähe des Fitnessstudios bringen soll. Geht es dir gut? Ich habe Angst. Das ist alles nur meine Schuld. Ich habe dich davon überzeugt, dass wir all das hier für den schlimmsten Fall brauchen. Schau, was passiert ist. Das ist meine Schuld. Wenn du zurückkommst. Moment, die Kleine hat wohl Hunger. Was? Oh mein. 160. Aber dann entfernen wir das Artefakt, ne? Oh, kann ich gar nicht machen, merke ich auch gerade. Ja. Superpowered. Die Frage ist nur dann, wenn ich das verwässere, ob das dann immer noch diesen Fußrodar-Effekt hat. Ja, und ja, das habe ich natürlich gehört, ja. Der so einen Schutzbunker kennt. So, kommt her. Ich würde 100 Meilen weit gehen, wenn ich wüsste, dass am Ende dein Haufen Kronkorken auf mich wartet. Ja, aber so ein Müll, ne? Für so random einfach. Ich darf nicht vergessen, den Raum mit diesen einen Ding zurückzugehen. Mit dem Turm. Wo Gas war. Nein. Ja, das mit. Ich nehme die einfach mit. Weil wer weiß, vielleicht bringt es ja was. Stargazzi-Bausatz bauen. Cool. Davon habe ich schon einen. Ist bei mir auch zu Hause. Habe ich noch einen zum Hinstellen. Cool. Hi. Wir schnarchen. Na schade, funktioniert nicht. Immer. Macht aber trotzdem Schaden, wie blöd. Ist immer noch am Pumpen? Nee. Lüge er mich nicht an. Hier ist Johnny. Meister, ach, geh weg. Alles öffnen. Ja. Sag ich doch, ha. Schön. Cool, na, cool mir, right away. Wollen's noch nicht mal, wie Meister sagten wir. Ach so. Oh, hi. Unglaublich überwältigende Geschichte. Nett. Ein Punkt Gesundheit pro Minute regenerieren. Okay. Science gone mad, my brain and I. Also ganz schön wenig. Ein Punkt Gesundheit pro Minute regenerieren, ja. Vor allem, ich habe ja schon meine automatische Heilung hier durch dieses eine Perk. Der eine Punkt macht jetzt auch nicht so einen Unterschied, ehrlich gesagt. Oh, ich sehe gerade, 30 Minuten haben wir schon. Das heißt, ich und McVie machen es uns hier in diesem Bett hier bequem.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.